Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute mal aus einer anderen Perspektive, denn ich sitze schon im Auto. Heute ist mein Geburtstag und wir fahren jetzt in die Berge. Denn der es nicht wusste, wir leben in Denver, Colorado und dort sind die Rocky Mountains. Und wir fahren jetzt ungefähr 1,5 bis 2 Stunden und wir werden heute Tuben gehen. Das heißt, ja, diese quasi wie so Schwimmreifen, aber dann für den Schnee und werden dann den Berg runterfahren. Genau, da werden wir heute hinfahren und ich werde ein bisschen mitfilmen. Viel Spaß! If you don't wanna change, ain't no place to hide, ain't no one to run to. If you don't wanna change, I can help you out, I can help you out, I can help you out, I can help you out. Time is up and I'm calling up my friends. Ain't no wonder why, ain't no wonder why too. Here we go again. Call me up and you wanna be my friend. Ja, die Straßen an dem Tag waren wirklich sehr gut und freigeräumt. Allerdings kann das auch anders aussehen, wie hier zum Beispiel, denn je weiter man in die Berge reinfährt, desto schlimmer können die Straßen natürlich auch werden und man muss ein bisschen vorsichtiger fahren. Nach ungefähr 1,5 Stunden Autofahrt sind wir endlich angekommen in Winter Park, denn dort liegt die Coca-Cola Tubing-Strecke und in den nächsten Aufnahmen zeigen wir euch ein bisschen, wie Winter Park aussieht und natürlich auch ein paar Tubing-Ausschnitte. Winter Park Village ist ein wirklich kleines, schönes Dörfchen, wo ihr nochmal einkaufen gehen könnt, einen Kaffee trinken gehen könnt, wenn ihr das möchtet. Und Winter Park ist sehr bekannt zum Skifahren und von dort könnt ihr natürlich direkt auch auf die Piste gehen. Here we go again. Trying hard, but you wanna be my friend. Ja, jetzt ist es auch schon Zeit, um Tuben zu gehen. Das Schöne an dieser Tubing-Strecke ist, dass wenn man den Berg runtergefahren ist, kann man ganz einfach in dieser Röhre, wo wir gerade drin stehen, einfach wieder hochfahren und man muss nicht diesen ganzen Berg wieder hochlaufen. Sehr angenehm. Auf dem Rückweg haben wir uns überlegt, euch einmal zu zeigen, wie hoch der Schnee hier wirklich liegt. Und ihr seht, er ist einfach größer, als ich selber bin. Ja, das war's schon mit dem Video. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn das der Fall ist, würde ich mich natürlich riesig über ein Abo freuen, was für euch kostenlos ist. Und dann sehe ich euch im nächsten Video wieder. Vielen Dank und tschüss.